Und sieht das. Er hat keinen Mund und keine Augen. Seine Augen sind eigentlich gleichförmig weiß. Was? Egal. Ich spreche mit Rosanna. Ich spreche mit Rosanna. Ich spreche mit Rosanna, denn die weiß ihr Bescheid. Hallo Rosanna. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Hilf mir. Das gehört dem jungen Herrn. Ruhe, Ruhe. Ein Geschenk seines Vaters. Tränen schießen ihr in die Augen und sie bringt für einen längeren Moment kein Laut über die Lippen. Dieses Geschenk hat ihm alles bedeutet. Er hat es immer dabei. Und das lag wirklich neben dem Körper? Dann kann es nur der junge Ruhe gewesen sein. Ruhe in Frieden. Ich brauche deine Hilfe. Hilf mir. Bitte für den armen jungen Herrn Ruhe. Beseitige diese bitteren Seelen. Ich bin sicher, er findet erst Frieden, wenn ihr Geheul endlich verstummt. Bitte. Ich brauche deine Hilfe. Hilf mir. Dass diese ekelhaften Blumen hier blühen, widert mich einfach an. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt, aber könntest du sie vielleicht beseitigen? Für jemanden wie dich ist das in ein, zwei Handgriffen erledigt. Bestimmt. Finde Ruhls Lieblingsplatz und vergrabe sein Spielzeugschwert. Ah, guck mal hier, die verbitterten Leichen jetzt. Das wusste ich also noch. So, noch mehr bittere Seelen, bitte. Ja, ich kann nicht entbittern. Ratteleiche, das ist auch schön. Die beachtet mich einfach gar nicht, die ignorante Leiche. Ja, ja. Gleich von mir weiß und so. Da. Noch eine bittere Leiche, bittere Seele. Und bevor ich die letzte mir hole, gehe ich in diesen Bereich, der markiert ist. Verhungernde Leiche, jetzt noch eine. Und da waren die weg. Und ich reiße jetzt ein paar Blumen raus. Die auch noch blühen. Und jetzt schließt sich nochmal eine Quest ab. Ich hoffe, der kleine Ruhl kann jetzt in Frieden ruhen. Jetzt zerstöre ich noch die grauenhaften Blumen hier. Und freue mich, dass mich die ganzen Untoten nicht einfach mal angreifen. So, und du kommst auch noch weg. Und die Quest kann ich auch direkt abschließen. Ich bin sicher, der junge Herr Ruhl wäre glücklich über das, was du getan hast. Das nehme ich doch mal an. Zu wenig Zorn. Irgendwie mag ich die ignoranten Leichen, weil die ignorieren mich. Privater Spielplatz. Ruhels Ruhestätte. Schlechter hätte ich den Witz auch nicht machen können. Gräfin von Haute. Nicht genügend. Genügend Zorn. Das war knapp.
Frau von Haute, Rosanna, ich werde ihn nicht vergeben. 3 Quests verfügbar. Ich habe einen von diesen unheimlichen Typen mit einem seltsamen kleinen Buch gesehen. Ich kann nicht lesen, aber ich erkenne das Buch, wenn ich es sehe. Würdest du es wohl suchen und zu Randall bringen? Er weiß bestimmt, was damit zu tun ist. Dieselben Leute, die versprochen haben, den jungen Herrn Ruhl zu heilen, verderben jetzt unsere Toten mit ihrer dunklen Energie. Ich bitte dich nicht gern darum, aber könntest du die Leichen vernichten, um dieser Schändung ein Ende zu bereiten? Berichte Rosanna von toter Gräfin von Haut. Okay. Kriegt ja alles markiert. Darf ich hier jetzt wieder zurückgehen? Und da bin ich doch wieder ein Level älter geworden. Bewege mich hier raus. Ups. So, hier hin. Zerstöre den Unheilskreis. Und ein Achievement. 1000 Monster vernichtet. Das ging schnell. Hallo, die Damen. Codex der dunklen Wahrheit. Erledigt habe. Ach, guck mal, ich kann noch einzoomen. Wie sehen die denn aus hier? Ja, ich glaube, so von draußen ist schon schön. Genug, da. Zu wenig Zorn. Krieger der dunklen Wahrheit. Ach, guck mal, ich kann noch weiter auszoomen. Nicht genügend Zorn. Mir geht der Zorn aus. Jetzt hätte ich fast vergessen, die zu verprügeln. Okay, Ah, hier, die muss ich noch machen. Zu wenig Zorn. Zerstöre die Opferleichen. Ja, mach ich doch mal. Nicht genügend Zorn. Schön, dass die Opferleichen am schwersten sind. Rosanna, Rosanna, Rosanna. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Hilf mir. Ich hätte wissen müssen, dass sie nicht will, dass er begraben wird. Vielleicht sollte ich dir die Wahrheit sagen. Der junge Herr Ruhl, er war nicht der Sohn der Gräfin. Er war mein Sohn. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Hilf mir. Okay, das war alles. Jetzt weiß ich auch, dass es nicht der Sohn von dem Grafen war, aber der Graf weiß noch nichts davon. Ich werde meinem Meister ewig dienen. Ich gebe mir selbst die Schuld, dass der Graf sich mit diesen Kretins eingelassen hat.
Vielen Dank, dass du meinen Fehler wieder gut gemacht hast. Ich werde meinem Meister ewig dienen. Das ist ein Vertrag zwischen Graf von Haut und der dunklen Wahrheit. Für die Heilung seines Sohnes Ruhl. Von seiner seltsamen Krankheit, der hat Graf von Haut vielen Dingen zugestimmt. Schrecklichen, furchtbaren Dingen. Selbst die Entführung Boldens ist hier aufgelistet. Ich vertraue dir diesen Vertrag an, aber bitte sei vorsichtig mit diesen Informationen. Was der Graf getan hat, ist natürlich falsch, aber er hat es aus Liebe getan. Ich werde meinem Meister ewig dienen. Warum glaubt Rosanna, dass ich alle Antworten habe? Ich werde sie wohl zu den Lumangarden schicken. Dort können sie vielleicht wirklich Antworten bekommen. In der Zwischenzeit können wir uns um diesen hinterhältigen Schlängel kümmern. Ja. Das Wohl meines Meisters sorgt mich. Besiege Caroline der Dingens der dunklen Wahrheit. Guck mal, der wohnt hier oben. Dann hau ich doch hier noch mal kurz weg. Und mir fällt gerade ein, dass ich hier noch Dinge zu vergeben habe. Und zwar mindestens einen. Wenn nicht sogar noch einen. Explosion verursachen. Explosion verursachen. What? Gut, Eissplitter ist mir egal. Blitzklinge. Was kannst du denn hier? Erdspalter. Wie viele Erfahrungspunkte habe ich denn? Wo sehe ich das? Ja. Jetzt habe ich den Erdspalter noch gelernt. Auf Angriffssteigerung von 5 Sekunden nach dem Ausführen und... Okay. Dann bist du jetzt dran. Gehört sogar eine Wende. Kann noch nicht benutzt werden. Hier geht der Zorn aus. Zu wenig Zorn. Nicht genügend Zorn. Und hab ihn umlegt und weiß nicht wie, aber ich schon nicht nochmal. Ach komm. Mir geht der Zorn aus. Ist nicht bereit. Kann auch nicht benutzt werden. Nein, ich bin tot. Gewesen. Gut, dass der mich jetzt nicht mehr angreift, weil ich habe ihn ja schon besiegt. Nö, bin fort mit euch. So. Ich werde meinem Meister ewig dienen. Gerade ist ein Brief des Grafen von Haut eingetroffen. Er beschreibt, dass er sich selbst ausliefern und ihre Strafe selbst den Tod für seine Taten akzeptieren will.
Auf diesen Kult die dunkle Wahrheit zu hören, war ein unverzeihlicher Fehler. Ich war blind vor Hoffnung und blind für die Gefahr. Wisse, dass die dunkle Wahrheit eine ernsthafte Gefahr darstellt, gegen die ich wachsam sein sollte. Entschuldigt sich sogar bei Bolton und uns anderen. Dieser arme Mann, so viel Schmerz und Leid. Hier ist auch eine Nachricht für dich, Devillian. Er schreibt, dass sie ein Gebiet in den Grünmooswäldern nutzen, um eine Invasion der Küste aus... Das Wohl meines Meisters sorgt mich. Ich spreche mit Erika im Windersdorf, das mache ich doch glatt. Aber ich nehme diese Route hier und gehe so nach Windersdorf. Und gebe mal kurz die 50 Silber dafür aus. Habe ich ab. Dann stelle ich mich hier rüber und gucke in mein Inventar. Ein starker Harnisch. Nö, danke. Gesundheitsabsorption plus 2. Körperlicher kritischer Schaden plus 11. Okay, dann müssen wir einen Fähigkeitsvergleich. Ist das sinnvoll? Ja. Ein tödlicher Boss. Robuste Beinschiene ist stärker als die Windachbeinschiene. Ja. Wird angezogen. Wann haut Catnemt? Richtig. Plus 57, plus 68. Gesundheitsregeneration im Kampf plus 3, das ist gut. Wann haut Beintasche? Ist stärker, ja. Das ist die robuste Beintasche, die zwar auch neu ist, aber Gesundheitsregeneration gewinnt. Vernaute Fäustlinge. Körperlicher Schaden plus 9, Stärke plus 5. Ja. Abendrotanisch. Fügt 3 Attribute hinzu. Fühle ich zufällig bei Identifikation. Okay. Maximale Gesundheit plus 44. Energieabwehr plus 44. Und körperliche Abwehr plus nehme ich. Ups. Aus und nehme ich. So. Ausrüsten wird das unverkäuflich. Testament des Grafen von Haut. Und was bist du? Von Haut Panzerschuhe. Ausweichen plus 24, Mikroabwehr plus 31 und körperliche Abwehr plus 74 wird angezogen. Und der starke Harnisch bringt's nicht. Gut. Das heißt, ich gehe mal kurz verkaufen. Ich gehe mal kurz zur Seelenheilerin. Ael wird uns beschützen. Die noch nichts für mich hat, also dem mir nichts helfen kann, dann geht's in den Ich habe alles, was du je brauchen könntest. Ja. Starken Harnisch verkaufen, den Ring verkaufen, den verkaufen, den Ruinenharnisch verkaufen, Windnachtfäustlinge verkaufen, die robuste Beintasche verkaufen. Das Windachketten im Verkauf. Und die Windachpanzerschuhe verkaufe. Das ist gut. Sehr schwacher Gesundheitstrank. Da kann ich mir noch mehr verkaufen. Gut. Ist das alles? Kannst du mir noch was tun? Dann. Ich liebe die Arbeit. Stimmt, die konnte ich vorhin nicht kaufen, aber die bringen mir auch herzhaft wenig. Robuste Fäustlinge. Ja. Komm bald zurück. Mal sehen. Erstmal rede ich mit Erika. Danke, Devillian. Ich werde alle Leute, die ich entbehren kann, zum Fernhaut-Anwesen senden, um bei der Evakuierung zu helfen und den Rest des Gesinns zu vertreiben.
Die Frage ist aber, wie viele Krieger wir entbehren können, wenn sich in den Grünmooswäldern wirklich Streitkräfte sammeln. Das ist ein trauriger Tag. Es ist schwer, sich die Adelinenküste ohne den Einfluss der Familie von Ranaut vorzustellen. Geheimnis des von Haut Anwesens abgeschlossen. Ja. Und jetzt gucke ich mal kurz, was hier so leuchtet. Empfohlene Spieler, Freundesliste, Blockiertliste, Restliste, Gewegliste und Inventar. Habe ich was Neues? Von Haut kriegen. Angriff, körperlicher Angriff plus 62, Stärke plus 6 und Angriffsgeschwindigkeit plus 1,2. Gegen körperlicher kritischer Schaden plus 7. Und hier sind schon wieder die ganzen Leute und eiern hier rum. Ich sollte, glaube ich, nochmal mit Madame Kriegerin sprechen hier. Genau, Erika, die mir jetzt meine neuen Aufgaben erzählt. Baron Laurent weiß, wie ermüdend es ist, wenn man nichts anderes macht, als Befehle auszuführen. Darum sorgt er dafür, dass jeder genug Zeit hat, sich seine eigenen Ziele zu setzen und zu erreichen. Und ich danke für den Follow-Beschnitter. Dann werde ich mal diese Herausforderung jetzt annehmen. Jeder Tag bringt eine neue Aufgabe. Ach, guck mal. Ich öffne die UI-Aufgaben, um tägliche... Anwesenheit. Gut. Ich kann hier einiges anscheinend jetzt machen. Ups. Er hat mich doch etwas erschreckt gerade. Hör mal auf, hier zu zaubern. Okay, ich kann hier einiges so machen. Spend eine Gilde, birg ein Objekt und... Ist das laut? Egal. Birg ein Objekt und alles. Schließe täglich 5 Quests ab und so weiter und so fort. Aber ich sehe gerade, dass ich hier rechts hier noch welche habe. Deswegen gehe ich doch mal gerne eine Herausforderung. Soll ich denn jetzt die Herausforderung lernen? Megafonbelohnung. Einmaliges Ankünden. Nö, das interessiert mich nicht. Dungeonkopf, Wildtrank, Belohnung. Interessiert mich auch nicht. Verfeinerungsstein, Belohnung. Interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Anmeldung. Huch. Was soll ich denn jetzt hier erhalten? Eine Herausforderungsbelohnung. Okay, das muss ich passiv machen. Ich gehe jetzt einfach mal mit diesem wunderbaren Knopf zu Markreu bei den Grünmooswäldern. Auf meinem wunderschönen Reittier, das ich mir das letzte Mal geholt habe, ist jetzt ein falsches Wort, eher das mir zugewiesen wurde. Weil es gab ja oben in dieser Wolkenstadt nur eins. Ich bin gespannt, wo ich jetzt hingebracht werde. Zu ihm hier. Sei gegrüßt, ich warte auf die Rückkehr meiner Vorgesetzten. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob sie zurückkommen. Vor einiger Zeit habe ich furchtbare Schreie gehört. Und ich glaube nun, vielleicht sollte ich besser nicht zu viel darüber nachdenken. Aber du kannst mir eine Quest geben. Die Grünmooswälder waren einst ein wunderschöner, friedlicher Ort, aber dann hat der Angerling-Stamm angegriffen. Leider konnten wir sie nicht wieder vertreiben. Hast du etwas gegen sie und kannst du etwas gegen sie unternehmen? Bestimmt. Bitte hilf mir. Ich habe den Kontakt zu meinem Begleiter Sir McCready verloren. Das letzte, was ich durch unsere Seelenlink gehört habe, war etwas über einen Erdrutsch und dann nichts mehr. Ich fürchte, er ist tot, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen, um ihn zu suchen. Arg, wie wird es meinem Vorgesetzten gut gehen? Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich tun soll.
Okay, der verlorene Ritter, normale Invasion der Anderlinge und untersuche den Steinhaufen. Das heißt, ich muss jetzt hier runtergehen. Hui, jetzt ist blau. So wenig Zorn. Ja, und schon komme ich durcheinander mit der ganzen Tastenbelegung hier. Oh, von Haut, der Ritter. Versorgeabzeichen von den Leichen der von Haut, der Ritter. Okay. Das kriege ich auch hin. Den dritten. Und dann ist er wieder. Sprich mit Okare und dann. Okay, ich muss mit Bukhari sprechen, den Steinhaufen untersuchen. Nicht genügend Zorn. Kurz Zorn. So wenig Zorn. Okay, ich muss ihm doch nicht helfen, dem Kollegen da. Ich untersuche den Steinhaufen und ich spreche mit Bukhari. Dann laufe ich doch einfach mal darüber. Nicht genügend Zorn. Ja, nein. Zu wenig Zorn. Mir geht der Zorn aus. Ja, mir geht die Orientierung aus. So, Steinhaufen untersuchen. Oh, Mac. Kredis Leiche. Dann werde ich den auch mal untersuchen und was mir jetzt erstes auffällt ist, McReady ist tot. Das hätte niemand überlegen. Nicht gewogen Zorn. Ja, das hätte niemand überlegen können. Noch so wenig Zorn. Zu dem hier. Ach komm, das war auch immer. Mir geht der Zorn aus. Mir geht der Zorn aus, ist auch ein schöner Satz eigentlich. Oh, Pokade. Warte, ich bin ein Mensch, nicht hauen! Ich hoffe, jetzt sind Sie überzeugt, dass dies der falsche Ort ist, um sich niederzulassen. Warte, ich bin ein Mensch, nicht hauen! Sprich mich nur mit mir. Hier ist alles so feindselig. Ich bin bestimmt nur noch am Leben, weil ich mich gut verkleidet habe. Gar nicht übel, oder? Der Angerlingstamm versucht tatsächlich immer wieder, mich zur Arbeit zu bewegen. Du willst herausfinden, was wir vorbeten? Dabei kann ich dir vielleicht helfen. Auch ein schönes Skillset für dich. Der hat auch was Schönes dabei, okay. Warte, ich bin ein Mensch, schlag mich nicht, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch. Ich habe mich wegen meiner Untersuchung verkleidet, okay. Sammle die verdächtige Schriftrolle ein. Achso, du hast mir einfach so eine neue Quest gegeben und nichts gesagt. Das ist doch mal... Nicht genügend Zorn. Was soll ich mir denn die ganze Zeit? Meine Energieanzeige geht einfach nicht runter gerade. Okay, dann hast du halt die Schriftrolle genommen. Und da oben kommt wieder eine Boss-Message durch. Hier geht der Zorn aus. So.
Nicht genügend Zorn. Oh, Schokolade gegessen. Genommen. Da sind die Schriftrollen. 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 Ich tu dir nichts. Ich bin einfach nur ein Kämpfer wie ihr. Bis ich ein feines Knie kriege.